Diese Figuren, die da aufgerufen werden, haben sich unmittelbar niedergeschlagen in der, das muss ich aber jetzt doch, wo ist mein Autoschlüssel? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist in meinem Mantel, in der, im Büro. Und da ist vorne im Handschuhfach, da ist die Stola, das Öl und da ist ein kleines grünes Rituale drin. Bringen wir das mal mit. Das ist das einzige offizielle Buch, das man nicht mehr zu kaufen kriegt, wo die Sterbegebete drinstehen. Was sogar noch gültig ist. Ja. Das, wenn man das antiquarisch, kriegt man das ganz selten, aber es kostet 70 Euro oder so etwas, weil das de facto vergriffen ist. Und man versteht nicht, das ist ein kleines Rituale, ja, wo alle Sachen drin sind. Sterbegebete, die man sonst nirgendwo findet. Ja. Ich verstehe nicht, dass ein liturgisches Institut oder die Bischofskonferenz und so, dass sie das nicht wieder auflegen. Ich verstehe es nicht. Alle jungen Priester, die ihren Dienst gehen, kommen ohne das Rituale aus, müssen ohne das auskommen, weil es nicht mehr gibt. Man kann jetzt immer nur gucken bei eBay oder auf mybooks.de oder sonst irgendwo was, ob wieder jemand, einer der Brüder von uns gegangen ist und es nicht ins Altpapier gewandert ist, sondern es irgendwo sich findet. Es hat so ein richtiges 70er-Jahre-Look. Ja? Also werden wir gleich sehen, mit so einem Plastikeinband, ja? Also richtig praktisch, sodass auch regnen kann. Ja, aber es hat alle wichtigen Vorgänge drin, die man braucht. Das gibt, also manchmal versteht man es nicht. Ja? Da heißt es wahrscheinlich dann, Gesetze des Marktes, hatten wir schon mal gesprochen, das wird nicht mehr nachgefragt. Ja? Sind ja auch nicht mehr so viele Priester, lohnt sich nicht mehr zu drucken. Mein Gott, was wird innerhalb der Kirche alles gedruckt? Das wollen wir jetzt nicht kommentieren. In diesen Sterbegebeten gibt es nämlich eine Litanei, wo noch mal mehr Figuren aufgezählt werden, wo der lebendige Gott gerettet hat. Das fängt wirklich bei Adam und Eva an, ja, und hört bei Christus auf. Da wird ein ganzes Leben, also im Grunde, wenn jemand einigermaßen christlich gelebt hat und diese ja auch ein Leben lang dann die Lesungen gehört hat und so, kommt nochmal alles, ja. Das ist eine Zusammenfassung der Osternacht, des ganzen Glaubens, aber verbunden mit konkreten Lebensgeschichten. Nicht jetzt als abstrakten dogmatischen Glaubenssatz. Und das ist ja das, was diese Bewegung narrative Theologie versucht hat. Also gerade auch bei Kindern oder sowas, die Türen zu öffnen über Geschichten. Geschichten zu erzählen, statt sozusagen so Hammersätze immer zu bringen. Ja. Aber wir hatten das eben schon, ja. Wir haben darüber gesprochen, dass viele Dinge, die auch in der Liturgie, auch im Ritus grundgelegt sind, sich plötzlich in säkularisierten Formen wiederfinden. Ja. Weil wir das dann plötzlich verdächtigen und sagen, naja, ob das richtig ist oder ob das gut ist. Ja. Wie zum Beispiel, Sie merken jetzt auch nach so Anschlägen in Paris, die Leute brauchen eine Form, damit umzugehen. Was passiert dann in Berlin? Die legen Blumen nieder vor der französischen Botschaft. Aber was ist dieses Dankeschön? Ich habe doch nicht so viel versprochen, oder? Klassische 70er-Jahre-Look, ja? Der Plastikeinband. So was machen die heute gar nicht mehr. Wahrscheinlich umweltschädlich. Kleines Rituale. Da ist die Feier der Trauung drin, Buße, Taufe, Nottaufe, ja? Eingliederung in Todesgefahr. Da kann man Weihwasser mit segnen, einen Versehgang machen, Krankensalbung und es sind eben auch die Sterbegebete drin. Segnung eines Marienbildes, Segnung einer Wohnung, alles, als wir das noch machen durften. Und das ist wahrscheinlich genau der Hintergrund, weshalb es das nicht mehr gibt. Weil das jetzt inzwischen demokratisiert ist. Ich meine, da brauchen die Bischöfe nicht mehr drüber nachzudenken, warum wir Priestermangel haben, wir brauchen ja keine mehr. Und das hat nichts mit einem Privileg zu tun, nach dem Motto, das darf nur ich. Das muss in die Allerheiligen-Litanei auf jeden Fall als Anrufung, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel, das muss auf jeden Fall irgendwie aufgenommen werden, ja, weil das ist notwendiger als sonst irgendetwas. Was ist das mit dem Blumen niederlegen beim Begräbnis? Ja, da kann ich mir auch eine rote Nelke ins Knopfloch machen, dann bin ich auch solidarisch irgendwie.
Was ist das? Was ist das Blumenniederlegen am Grab? Weshalb bestellen Sie einen Kranz, wenn jemand gestorben ist? Also wenn jemand aus der näheren Familie oder sonst irgendwie. Warum wird ein Kranz bestellt? Als Zeichen der Liebe? Ja, man sagte, man hätte eher früher ein Zeichen der Liebe gegeben als nach dem Tod. Lieber die Blumen vor dem Tod schenken. Ja, das ist eine klassische Moralisierung, das ist schrecklich sowas. Ja? Nach dem Motto, ja, braucht er jetzt keine Kranz mehr kaufen, der hätte besser. Genau. Ja, das ist moralisch. Das ist in der Regel immer falsch. Entschuldigung. Das sind immer nachträgliche. Aber das ist spannend, weil du das sagst. Das entsteht immer dann, wenn man die Sache selber nicht mehr versteht. Dann fängt man an, entweder irgendwas zu erfinden oder zu moralisieren. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass man die Sache selber, die man tut, nicht mehr versteht. Warum gibt es Blumen beim Begräbnis? Kaum ein Begräbnis ohne Blumen, oder? Wir versuchen das heute auf moralischem Weg ein bisschen einzudämmen. Also so. Aber de facto ganz ohne Blumen geht es auch nicht. Warum? Was hat das für einen Sinn? Also warum überlebt das auch? Ja, also es ist ja vom kirchlichen Begräbnis genauso bekannt. Auch da muss man es dann manchmal eindämmen, weil irgendwie man wird ja zugedschungelt mit irgendwelchen Sachen. Ein Markt, ja, verdienen viele Leute viel Geld mit. Aber warum überlebt das unterirdisch in einem Strom, in einem Instinkt, sodass Leute Blumen kaufen und nicht wenig? Oder denken Sie an dieses Unglück mit Lady Dinges, wie hieß die? Diana, ja, genau. Als die Queen fast in Lilien erstickt ist, da um ihre Gatter herum da am Buckingham Palace. Ja. Warum, was ist das für ein Instinkt? Ich denke mal, oft wenn jetzt doch ein Friedhof nicht. Die Baumbegräbnisse. Schwester Dora, lass sie mal gerade weg. Die Sehnsucht, die Leute haben trotzdem Sehnsucht, doch was zu tun. Ach so, Ja, dass sie was hinlegen. Ja, das ist richtig. Ja. Also auf der einen Seite will man es so anonym wie möglich machen und auf der anderen Seite legt man trotzdem etwas ab. Das ist richtig, ja. Also selbst da, wo man im Grunde genommen ganz von den traditionellen Formen Abstand nehmen will, überlebt dieser Instinkt, etwas zu tun. Aber was ist das hier mit den Blumen? Das ist die Herstellung des Paradieses. Man macht eine Brücke. Man macht das Paradies jetzt schon. Wir singen es doch. Ins Paradies mögen die Engel dich geleiten. Ja? Und das ist jetzt schon der Vorgeschmack des Paradieses. Deshalb machen wir so viele Blumen darum, weil im Paradies sind nur Blumen. Was? So weit können wir in Schwabenland nicht denken. Was? Doch, ihr könnt. Allgemein, jetzt gilt für alle, denke ich, wenn man das mit den Blumen nicht. Ja, aber das ist der. Ja, aber das ist der Hintergrund dafür. Ja? Und es spricht ja auch so, man versteht das sofort. Ja? Und das ist etwas, wir haben das eben gesagt, es gibt so viele Dinge, wo in der kirchlichen Verkündigung bis heute in die säkularisiertesten Gesellschaften Tore sperrangelweit offen stehen. Und gerade in der Totenliturgie, im Umgang mit dem Tod, mit dieser Verungewisserung, mit dieser Unsicherheit, die damit verbunden ist, hätten wir viele, viele Möglichkeiten, die wir nicht nutzen. Die verstreichen einfach. Also so etwas, wir überlassen sozusagen diesen selbsternannten Quasi-Märtyrern, der Isis überlassen wir die Rede vom Paradies. Weil die davon träumen, was sie dann irgendwie im Paradies haben werden. Wann sprechen wir vom Paradies? Ich meine, immerhin ist es ein Wort Jesu, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, oder? Weil das kann man ja heute so nicht mehr sagen. Nein, ja, wir können doch zum Beispiel von den Engeln, das kann man ja heute so auch nicht mehr sagen. So dass es in den säkularisiertesten, in den blödesten Entstellungen immer wieder kommt. Diese Engel sind nicht auszurotten. Ja? Überall bammelt und baumelt irgendwas daher, ja? Auch wo es überhaupt kaum noch einen Bezug zum biblischen Zeugnis hätte. Aber die Leute mögen das. Das ist nicht immer ein Kriterium, was die Leute mögen, aber es ist auf der anderen Seite ein offenstehendes Tor für kirchliche Verkündigung. Aber wir machen das nicht. Und je mehr wir Dinge verschweigen, desto mehr bemächtigen sich andere dieses Themas und machen in der Regel, wie bei den Engeln, wie bei den Blumen und wie bei vielen anderen Dingen, ein Geschäft daraus. Und wir sind sozusagen die Helfershelfer.
statt wir einen Blick darauf haben, was wirklich unseres ist und damit auch umgehen. Aber dazu müsste man es natürlich erstmal selber verstanden haben. Aber dem dient ja auch dieser Tag. Also ich bin mir zumindest sicher, dass die Ecke nochmal 7000 Spalten haben muss wahrscheinlich, welche Formen des menschlichen Wesens es da gibt. Oder auch nur noch eine einzige Form, das weiß ich nicht. Jedenfalls kann man von Diakonen und Priestern offenbar nicht mehr erwarten, dass sie zwischen Diener und Dienerin unterscheiden. Deshalb muss das immer im Text extra gedruckt sein, ja. Und man muss sich auf jeder Seite komplett neu orientieren, egal. Immerhin. Aber die Texte sind besser. Aber es ist natürlich nichts, also wenn man jetzt nur mal diese ganzen Auswahlmöglichkeiten zusammenschmilzt auf den eigentlichen Textbestand, sind es 20 Seiten, mehr ist es nicht. Wenn ich dagegen anschaue die ostkirchliche Tradition, das ist, ich meine, ich würde ja mal gerne so ein Begräbnis verhalten, das dauert länger. Texte sind sehr umfangreich, für was da alles gebetet wird und für wen. Es gibt für alle möglichen Anlässe, für Kinder unter 7 Jahren und über 7 Jahren, für jungen Mädchen, ja, für Frauen, die Kinder hatten, für kinderlose Frauen, gibt es eine unglaubliche Fülle, ja, von Gebeten, was da geschieht, das ist sehr schön. Unglaublich bereichernd, wenn man da einmal durchgeht, ja, worum man da bittet. Auch das hat einen Fokus immer in der Christologie, also das ist voller Gebete. Wiederholt sich kein einziges. Sehr schön, dass man das hat. Aber neueren Datums, und ich weiß, dass der Name bei einigen Aversionen auslöst, manchmal auch in unserer Kirche. Es war im Vorfeld des Gotteslobes schon eine Diskussion gegeben, ob man Texte von ihm ins Gotteslob bringen dürfe, Hüb Osterhäus. Die Texte sind hervorragend, nicht alle. Aber viele sind hervorragend und es ist ein ganz sprachmächtiger, sprachgewaltiger Mann, weshalb der natürlich in die Schusslinie geraten ist. Der war Priester, hat dann in diesen Wirren, von denen ich heute schon sprach, in der holländischen Kirche, der hat so eine Studenten-Ekklesia, also die Hochschulpfarrer sind immer gefährdet, geleitet und hat sich dann im Grunde genommen verselbstständigt. Ist sowas wie eine Freikirche geworden und natürlich dann damit nicht mehr Priester und trotzdem, ich meine, ich würde jetzt auch nicht jeden Text von ihm unterschreiben, manches ist auch ein bisschen, aber die große, also über so lange Zeit, seit den 60ern bis in die Gegenwart, der ist jetzt vor kurzem 80 geworden, ja, immer wieder hervorragende Texte zu erstellen und zu schreiben, die für mich sowohl liturgisch wie auch literarisch höchstes Niveau haben, das muss man erstmal auch können. Ich sehe weit und breit sonst, gerade in diesem, jetzt darf ich nicht, wenn man jetzt kirchlichen Kontext sagt, aber sagen wir es ruhig mal, niemand. Und der Zeitgenossenschaft und Niveau und Theologie so verbindet, wie er das tut. Auch Lieder von ihm, ne? Ja, es gibt im Gotteslob, gibt es eine, also ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr, oder ist es Herr, unser Herr, wie bist du zugegen? Ja. Das ist aber nicht mehr drin im Gotteslob. Ja. Ist drin? Ah ja, oder wer leben will, wie Gott auf dieser ist, glaube ich auch von, oder ist das Trinity? Nein, ist auch von ihm. Ja, die Litanei von der Gegenwart Gottes, ja, ist auch von ihm. Ja. Also in einem Buch, das in den 90er Jahren herausgekommen ist, das steht auch auf der Literaturliste drauf, ist von 92, hat er sogenannte Requiem-Texte versammelt. Ich lese ihn einfach mal vor. Lass mich ein zu dir in den Ort der Ruhe, des Friedens, der benannt nach deinem Namen. Licht vom Licht, Erbarmen, Himmel, Liebe ist dein Name. Dass ich zu dir komme zum Frieden. Dass ich nach den Feuerqualen, wenn das letzte Leid vorüber, zu dir kommen darf, mein Frieden. Dass du mich bei meinem Namen rufen wirst, sterblicher Staub von der Erde. Leib und Seele ist mein Name. Atem war ich, Funken, Leben. Glut der Liebe, ewiges Leben, neue Erde ist dein Name.
In den Ort der Ruhe, des Friedens, lass mich ein zu dir. Da haben sie sozusagen eine Sammlung einer kompletten Theologie, die aber der gesamten Tradition gerecht wird. Die Bitte um Frieden. Also der ganze Introitus klingt da an. Ja? Dann für Osterhäus immer sehr wichtig, die Theologie des Namens, sowohl der Namen Gottes, wie dass ich einen Namen habe. Nach Jesaja heißt es, Gott hat in der Taufe die Namen in die Fläche seiner Hand geschrieben, sodass er sie immer vor Augen hat. Ja? Ganz wichtig, sodass wir nicht vergessen werden. Wir fallen nicht irgendwie in die Vergessenheit. Ja? Und auch das verschweigt er nicht, dass ich zu dir komme zum Frieden, dass ich nach den Feuerqualen, wenn das letzte Leid vorüber. Fegefeuerlehre. Das hören Sie heute in keiner Predigt mehr, sonst irgendwo mehr. Osterhäus hat das. Tut mir echt leid, liebe Leute, die euch immer aufregt über den. Das finden wir noch nicht mal manchmal mehr in kirchenamtlichen Texten. Bei ihm finden wir das aber. Und sich selber zu qualifizieren, nach dieser, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass wir sterblich sind, dass wir Staub von der Erde sind, dass wir Leib und Seele sind. Osterhäus hat das. Viele Theologen haben das heute nicht mehr. So gibt es ganz viele Beispiele solcher Texte. Er hat dann auch ein eigenes, da finde ich dann manchen Text ein bisschen überzogen, aber hat ein eigenes Büchlein gemacht später. Augen, die mich suchen, Gebete und Meditationen zum Abschied. Da sind Texte drin, die wir haben, die ich jetzt auch nicht in diesen Kontext einordnen würde. Zum Beispiel, wir kennen manche, halt mich am Leben, sei meine Rettung. Das singen wir öfters im Ringbuch auch drin. Oder Licht, das uns anstößt, früh am Morgen. Ja. Ich schaue nur gerade nach einem, ob ich das jetzt finde. Ja, da gibt es eine Übersetzung von in das Paradies. Ja. In Paradiesum de Ducante Angeli. In das Paradies mögen Engel dich begleiten. Wenn du ankommst, werden alle, die gemartert wurden, dich in die Arme schließen. Und dann tragen sie dich mit in die Stadt, das heilige Jerusalem. Dort wird ein Chor von Lichtgestalten sich um dich scharen und mit Lazarus, dem armen Schlucker, wirst du sein in Ruhe und Frieden für alle Zeit. Oder auch dass er davon spricht, dass der Leib, das ist ein Paulus-Gedanke, wie ein Samenkorn in die Erde gelegt wird. Ein so tröstlicher Gedanke beim Begräbnis, dass der tote Leib ein Samenkorn ist. Wie Jesus das sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Auf sich bezogen. Aber dass auch der tote Leib, der der Erde übergeben wird, ein etwas Ausgesätes ist. Ja, und zur Frucht für die Ewigkeit heranreift. Das ist leider am neuen Rituale spurlos vorübergegangen. Das finde ich bedauerlich, ja, weil man hat man die Angst vor der eigenen Courage. Man will sonst so offen und zeitgenössisch sein, aber vor der eigentlichen Begegnung oder das aufzunehmen, was wirklich auch trägt und was traditionsgesättigt ist, davor hat man dann manchmal doch Angst und bleibt lieber bei den theologischen Korrektheiten, die übermorgen schon sehr unkorrekt sein können. Ich mache einen Punkt. Danke fürs Herkommen.